Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Das ist ein Video, das geht an einen Menschen, den ich kenne, seitdem er ein kleines Kind ist. Also bitte ich euch, an alle, die mich nicht vom Real Life kennen, jetzt Stopp zu machen. Natürlich kann ich euch nicht zwingen oder das überwachen, ob ihr das guckt oder nicht, aber sei es drum. Ja, lieber Tufik, Tufik die Zweite, genau wie du gesagt hast, dass du nicht meine Nummer hast. Ja, mich nicht erreichen kannst, ja. Natürlich kannst du mich nicht erreichen, weil du mich schon vor Jahren blockiert hast auf Facebook. Und was deine Frau so in Facebook, deine Frau und du, ja, in Facebook so gemacht haben und die anderen in Facebook so gemacht haben, ja. Menschen, die ich euch so lange kenne, ja, geschrieben habt, Hitler ist war Christ, ja, das Christentum so beleidigt habt, Jesus so beleidigt habt, ja, Muslime, die ich so lange kenne, ja. Und ihr, gerade ihr, meine Freunde, mich schlussendlich aufgeweckt haben, wie der Islam nämlich wirklich ist, was der Islam wirklich mit Menschen macht. Ja? Menschen, die ich 30 Jahre lang kenne, deine Nachbarn, ja? Als 9-11 passiert ist, ja? Als 9-11 passiert ist und damit und dann ISIS und alles entstanden ist, haben deine Marokkaner, unsere Freunde, ja? Haben mir Leute Bilder von denen geschickt. Ja, in der Hugo-Kalmbach-Straße von Marokkanern, du kennst, ich will dir keinen Namen nennen, wie die zu Hause dieselben Farben wie ISIS maskiert und sowas rumgelaufen sind. Das waren einer der gebildetsten Marokkaner gewesen von euch. Ja, und hab das alles gesehen und hab immer noch geschwiegen. Ja, hab persönlich hab nichts gesagt. Jetzt werde ich reden, mein Freund. Jetzt werde ich reden. Ja, für das, was du getan hast, mein lieber Freund. Für das, was du heute Nacht getan hast. Ja. Ich konnte nicht mal schlafen, du Wichser. Ich konnte nicht mal schlafen, so aufgeregt bin ich. Ja? Und du denkst, weil ich hier so liebe Videos mache, ja? Du denkst, weil ich so liebe Videos mache, ich bin immer noch derselbe, mein Freund. Ja? Das gucken viele Menschen, diese Videos, und auch meine Familie und viele Freunde von hier gucken meine Videos, auch wenn die kein Deutsch können. Die gucken sich die trotzdem an. Und ich will nicht, dass sie denken, ja, man kann ja hier nicht so rummachen. Verstehst du? Aber heute werde ich mal rummachen. Gepflegt rummachen. Ja? Ich sag dir vorweg, ich gebe dir eine Woche Zeit, dich zu entschuldigen für das, was du gesagt hast. Eine Woche. Ja? Von heute an. Eine Woche gebe ich dir Zeit, mein Freund. Ja? Für das, was du gesagt hast. Und für was für ein Großmaul du gemacht hast. Ja? Ihr habt angefangen. Ihr Muslime fängt immer an. Seit 1400 Jahren. Greift ihr uns an? Philipp II. In Spanien musste die Osmanen zurückschlagen. Ja? 1400 Jahre. Ich brauche das ja alles nicht zu erzählen. Du weißt selber, wie der Islam ist. Weil so wie du dich gegeben hast, beweist du ja ganz genau, dass ich recht habe. Anstatt zu, ja, ich habe dir das schon in dem ersten Video, Tufik halt den Ball flach, habe ich dir schon gesagt, dass du aufpassen sollst. Ja? Und anscheinend hast du nur gewartet, dass ich älter werde, dass du dein Maul aufreißen kannst. Weißt du, wenn man älter wird, dann wird man zum Silberrücken. Ja, da ist ein One-Hit, ja, noch viel einfacher. Nur, dass du das mal weißt. Ja? Und One-Hits habe ich schon früher mal vergeben. Falls du das nicht weißt, was das bedeutet ein Schlag Knockout. Ja? Die habe ich damals schon gegeben. Frag deinen Bruder. Ja? Du hast so ein großes Maul, weil du mich ja wahrscheinlich noch nie gesehen hast, ja? Wie ich One-Hits verteile. Dein Bruder hat es schon mal gesehen. Ja? Frag ihn mal. Ja? Den hast du vergessen, wo du ein kleiner Junge warst. Oder hast du vergessen, wo du ein kleiner Junge warst, wenn du frech warst? Du warst ja nie frech. Ja? Früher warst du nie frech. Ja? Du bist immer mit verstörten Augen, bist du immer rumgelaufen. Ich habe mich immer gefragt, warum du so verstört bist. Bis ich auf einmal erfahren habe, dass dein Vater, ja, dass deine Eltern dich Tag und Nacht gegen die Wand klatschen, das so laut war, dass die Leute nicht mehr in deinem Haus schlafen konnten. Du wurdest so verprügelt, du wurdest misshandelt. Die Leute erzählen rum, dass du misshandelt worden bist als Kind. Ja, dein Vater oder deine Mutter, ich weiß nicht, oder deine Eltern, die haben euch so kaputt gehauen, dich und deinen Bruder. Ja, so. Und wir haben nicht die Polizei angerufen. Ja, wir haben nicht die Polizei angerufen und das gemeldet. Und dann wärst du in Heim gekommen und dann hättest du andere Eltern gehabt. Ja, wir hätten auch die Polizei anrufen können, deinen Vater anzeigen können. Haben wir nicht getan. Ist das der Dank, ja, dass du jetzt so abgehst? Du bist behütet aufgewachsen. Wir haben dich beschützt damals. Ja? Ich habe dich beschützt damals. Denkst du, weil ich dünn bin,
weil ich dünn bin und hier mir keinen Scheiß Anabolika gebe, weil ich keine Komplexe habe. Ja, die ganze Zeit Stangen anzugucken und Stangen zu tragen und Stangen zu, das brauche ich nicht. Ich kann One-Hit geben. Ich kann One-Hit geben. Verstehst du das? Ich brauche nicht Bodybuilding machen, weil ich so ein Schmuck bin. Ja, ich sage nicht, dass alle Bodybuildinger Schmuck sind, aber es gibt Leute, weil sie Häftlinge sind, weil sie Angst haben, machen sie Bodybuilding. Ich brauche das nicht. Ja? Aber ich werde das jetzt für dich tun, wenn du das unbedingt willst. Willst du das unbedingt? Ja? Unfassbar. Du bist ein alter Mann geworden. Du bist ein alter Mann geworden. Ich habe keine Angst vor dir. Du hast dir vorher früher in die Hose geschissen. Ich habe dir schon mal geschissen. Ich habe dir mal eine Ohrschelle gegeben und du hast dich nicht mal gewehrt. Ja? Wo du so angefangen hast, so ein bisschen übers Gras zu wachsen, habe ich eine Ohrschelle gegeben, ja, mit 5, 6 anderen um dich herum und was war? Nichts. Und denkst du jetzt, weil ich älter geworden bin, denkst du, weil ich jetzt älter geworden bin oder sonst was, kannst du mir hier so blöd kommen, ja? Ich war sehr krank in den letzten Videos und bin mich jetzt am Erholen, mein lieber Freund, ja? Ich habe 6 Jahre nicht geschlafen, dann altert man sehr schnell. Ja? Aber ich will mich jetzt einmal holen und so gut wie ich jetzt aussehe, ja, ich habe dich angeguckt in Facebook, es gibt ja auch andere Mittel, auch wenn du mich blockst, dass ich dich trotzdem sehen kann, wie du aussiehst, nämlich indem mir andere Fotos von dir schicken und sich über dich kaputt lachen, mein lieber Freund, ja, wenn du es mal genau wissen willst. Die Leute rufen mich an seit Jahren und lachen sich über dich kaputt, ja, dass du enorme Mengen Schulden genommen hast, um dir ein Haus zu holen, ja, sowas kann auch in die Hose gehen, wenn du das nicht zurückzahlen kannst, ja. Ich wünsche dir das nicht, bei Gott, bei dem echten Gott, den wir haben in der Bibel, nicht den ihr von uns kopiert habt, verstehst du? Ja? Und kommen wir mal zu dem Thema, fangen wir mal an, ja, du Islamhasser hast du mich genannt, ja, du Islamhasser, so. Und dann hast du mich Hurensohn genannt, ja, erstmal Hurensohn. Ich habe nichts mit dir zu tun, ja, ich bin Servus, bla bla bla. Und auf einmal steigest du dich rein um 1 Uhr morgens, ja, tust du immer noch, machst du das immer noch oder was, ja? Und dann noch mit einem Account von einem anderen, ja, ziehst ihn noch da mit rein und du weißt genau, wie ich bin, ja, du weißt genau, wie ich bin. Wenn du da Leute noch mit reinziehst, ja, kriegt jeder sein Fett ab. Jeden, den du mit reinziehst, wird sein Fett abbekommen, ja? Verstehst du? Denkst du, weil ich jetzt so harmlose Videos mache und nette Videos mache und so auf Christ mache und hin und her, denkst du, pass mal auf, ich tue den Islam kritisieren, ja? Ich tue den Islam kritisieren. Weißt du, wer hier keine Angst hat, ja? Du weißt, was für krasse Leute wir in Deutschland kennen, Muslime, ja? Und keiner sagt mir was. Und du, der Kleinste von euch allen, du bist der Kleinste, der größte Hämpfling von allen, traust dich jetzt was zu sagen. Ja, hast dir echt die Birne gestern Nacht weggedingst, ne, mein lieber Freund. Niemand traut sich mir irgendwas zu sagen, ja, und du sagst, du hast keine Angst, ja. Keiner traut sich was zu sagen, 3, 4, 5 Leute haben mir was gesagt, aber im normalen Ton, weil die genau wissen, ja. Und du kommst mir hier so blöd, und sagst, du hast keine Angst. Weil du mich nie erlebt hast, weil du gar nicht weißt, wer ich bin, ja, Gott sei Dank. Denn wir wussten, ja, was für Qualen du zu Hause durchgemacht hast, ja, und wir euch immer mitgenommen haben. Ich bin an dir immer vorbeigelaufen, dir und dein kleiner Bruder. Dein kleiner Bruder wurde immer kleiner, bin an ihm vorbei, habe ihn hat immer nur so geguckt, so, ja, und am Kopf gestreichelt, ja. Ich habe euch einen Ball geschenkt, ja, wo ihr klein wart. Ich habe euch beschützt, wo ihr klein wart, ja. Und jetzt? Weil ich den Islam kritisiere, sind wir Feinde? Du hast gesagt, ja, ich bin Tufik, den du nie gemocht hast. Ich habe dich nie gemocht. Ich habe dich nie gemocht. Wie kann das dann, wenn ich dich nie gemocht habe, wieso hast du mir dann so vertraut bei deinen ganzen Einbrüchen und mich immer abgeholt und ich muss noch mit dir reden und dann in deinen weißen Bus reingebracht hast? Ja? Und dann wir in ein Feld gefahren sind und mir dann Theorien von deinen Einbrüchen erzählt hast, wenn ich dich doch so gehasst habe, wie kannst du mir dann so vertrauen? Wie kannst du mir so vertrauen, ja, Nachtschwimmen, ja, mit 2 Mädels zu gehen, ja, und dann haben wir festgestellt, dass die viel zu jung waren, ja, die haben erzählt, dass die so und so alt sind, geschminkt und bla bla bla,
Und sagt, ja komm, haben wir uns getroffen, dann sind wir mit denen Nachtschwimmen gegangen, da ist die nach dem Schminken, nach dem Nachtschwimmen ist die Schminke ab. Und dann hier, ihr seht ja doch ein bisschen jung aus. Und vor allem hat man festgestellt, dass die keine 18 sind. Ja? Und du hast der, ja, in den Arsch gefickt, im LKW. Ja? Und ich habe vorne gesessen und mit der anderen habe ich nichts gemacht. Ich habe die draußen warten lassen. Habe gesagt, ja, red gar nicht mit mir. Ja? Und du hast deine Frau betrogen. Du hast deine Frau betrogen. Du hast die in den Arsch gefickt. Ja, alle entschuldigen, dass ich so rede. Du hast dir in den Arsch gefickt und ich habe vorne gesessen, ja, im Auto, und der ganze Wagen hat sich bewegt. Ja, einer Minderjährigen. Ja, das war keine 12-Jährige, 13-Jährige, 11-Jährige, weil dann hätte ich schon was gesagt, die war 16. Ja, mit 16, wenn sie das will, dann will sie das. Außerdem wusste ich das gar nicht. Ja, ihr seid hinten rein, ich dachte, ihr redet, und auf einmal hat es gewackelt. Ja, und nach 5 Minuten war es ja schon fertig, noch nicht mal, nach 3 Minuten war es schon fertig. Bevor ich überlegt habe, was hier abgeht, das hätte ich schon vorne. Sind wir nach Hause, du hast sie nach Hause gefahren und dann hast du mir erzählt, du hast in den Arsch gefickt. Ja? Eine Türkin war das. Also du, Moslem, Marokkaner und eine Türkin, du hast da in den Arsch gefickt. Zwei Moslems. Das ist Islam. Ist das Islam? Also du erzählst mir hier was von Islam. Du erzählst mir was von Islam, du betrügst deine Frau. Ja? So. Weißt du, warum ich gegen den Islam gehe? Ja? Weil ich werde jetzt in Sossenheim ein paar Leute anrufen, oder in Griesheim werde ich ein paar Leute anrufen. Oder ich komme nach Deutschland und keine Angst, ich mache dir nichts, weil wenn ich dir was mache, mein lieber Freund, wenn ich dir was mache, nach dem, was du mir hier gesagt hast, werde ich dir alle 256 Knochen brechen, die du in deinem Körper hast, mein Freund. So wie ich aussehe und in meinem Alter. Ja? Du hast mich Hurensohn genannt und ich habe meine Mutter, ja, ich habe sie sterben sehen. Am Sterbebett, sie hatte Krebs, ja, und du nennst mich Hurensohn. Da kann Bruce Lee kommen, da kann Bruce Lee kommen, und ja, ich rede mal hier wie ein Kind wie du, dass du das verstehst. Da kann Bruce Lee kommen und mich Hurensohn nennen, der hat keine Chance, ja, das sage ich dir so, wie es ist. Wenn ich im Recht bin, bin ich im Recht, und da kann kommen, wer und was will, und das weißt du, ja, weil dann sehe ich nur noch schwarz, und dazwischen, zwischen mir und hinter meinem Opfer ist nur noch Luft. Ja, das Opfer selbst ist nur noch Luft. Verstehst du? Du hast einen ganz großen Fehler gemacht, Tufik. Einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Ja? Warum ich gegen den Islam vorgehe, sage ich dir warum. Du hast deine Frau betrogen, mehrmals. Du hast es mehrmals betrogen. Und ich werde jetzt deine Frau anrufen. Ja? Ich habe schon alles. Ich habe alles von ihr. Telefonnummer, alles. Was glaubst du, mit wem du redest? Du machst hier auf böse? Willst du mal sehen, was böse ist? Ja? Die Bibel sagt, tue nicht Böses mit Bösen vergelten. Aber so jemand wie du, ja, der mich schon mal vor Gericht falsch aussage, ich war vor Gericht wegen dir und habe Verlängerung bekommen, ja? Von Bewährung. Hatte 3 Jahre Bewährung, habe Aufschiebung bekommen, 6 Jahre. Ja? Ich habe schon mal Scheiße wegen dir durchgemacht. Und ich bin zu niemandem hingegangen. Zu den Jungs und habe erzählt, du hast Falschaussage gemacht vor Gericht, ja, weil du mich weghaben wolltest, ja, und habe das niemandem erzählt, dass die dich in Ruhe lassen, weil du weißt ja, was mit dem Rashid passiert ist, ja, was auf Verrat steht, ja, der musste umziehen, und wie viele schon umziehen mussten wegen mir, hast du das vergessen? Wer nach Höchstabt abgezogen ist wegen mir, weil ich ein Sindlingverbot gegeben habe, wer sogar nach Marokko abgehauen ist, weil ich in Deutschland Verbot gegeben habe, hast du vergessen, wer ich eigentlich bin? Und denkst du, du weißt gar nicht, wer ich bin, das ist das Problem. Aber das wirst du jetzt erfahren, mein Freund. Ja? Ich habe Menschen Deutschlandverbot gegeben, Sindlingverbot gegeben. Ja? Mein Lieber. Man muss keine hässliche Fresse haben. Man muss nicht aussehen wie ein Kamelfresser, um gefährlich zu sein. Ja? Den Gefährlichen habe ich mir in die Fresse gehauen. Hast du das vergessen? Ja? Ich mit meinem hübschen Gesicht. Ja? So schön wie ich war. Ja? Ich war der hübscheste Kerl weit und breit. Ja? Und dann ist mir diese Scheiße passiert. Und habe 6 Jahre nicht geschlafen. Und das ist jetzt passiert. Aber denkst du deswegen, mich hier anzugreifen, du bist ein alter Mann geworden und bla bla bla. Ich bin 42 Jahre alt und sehe immer noch besser aus als wie du. Ich sehe tausendmal besser aus wie du. Und in 1 Jahr werde ich mich wieder so gut regeneriert haben und in 2 Jahren. Ja? Und du wirst niemals, auch nur annähernd, an mich rankommen. Niemals. Ich werde mit 60 noch besser aussehen als wie du mit 20. Ja?
Ich habe ein Bild jetzt von dir gesehen in Facebook, ja, und schon vor einem halben Jahr und vor einem Jahr, wie die Leute sich kaputt lachen über dich. Und ich sage sogar meinem Bruder, ja, dass du nicht denkst, ich mache da mit. Ich sage sogar meinem Bruder, ich gehe ja gar nicht mehr ran, wenn die Leute mich anrufen. Ja, weil die alles nur denken, das sind Kinder und machen alles so rum und sind noch hängen geblieben auf damals. Ja? Und mir gefällt das eigentlich, mir gefällt das überhaupt nicht. Aber jetzt mache ich das Spiel mal mit, diesen Kindergarten. Alles klar? Wie du aussiehst, Alter. Wie du aussiehst, Mann. Und du bist viel jünger als ich. Als ich in deinem Alter, da haben mir Frauen gesagt, du siehst besser aus wie Brad Pitt. Ja? Ich weiß jetzt, das kann man sich das nicht vorstellen, aber gerade guck mal bei mir auf Facebook, was für ein Bild da von mir drin ist, wo ich jung war. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich habe es auch nicht geglaubt. Ja? Habe ich nicht alle Frauen gehabt in Sindlingen, in Salzach, in Wiesbaden, in Mainz, überall, ich hatte alle Frauen gehabt. Deswegen kam ja diese Strafe. Ja? Deswegen kam ja diese Strafe. Weil ich mir so ein Leben hatte. Und jetzt kriegst du deine Strafe, mein Freund. Ja? Du hast deine Frau betrogen. Du hast deine Frau mehrmals betrogen. Ich werde sie erzählen. Ja? Ich werde sie erzählen. Wie oft du sie betrogen hast. Und ich werde diesen Mädchen, mit der du geschlafen hast, ja, die ist wie meine. Wir sind, dies, mein, die hat ja unter mir gewohnt, ja? Die hat ja unter mir gewohnt noch. Das war ja dann, die hat ja in Wiesbaden gewohnt, da kam die auf einmal zurück und zwar haben wir festgestellt, dass ja die Tochter von der Mutter von der, die unter mir gewohnt hat. Ja? Mein Lieber. Und ich werde dir sagen, dass die das bezeugen soll. Und die wird das tun. Ja? Die wird deine, ich werde die, ja? Ich habe, glaube ich, von der Dicken habe ich gesehen, dass der. Dass dein Kumpel da, ja, mit der zusammen ist oder sowas. Und ich werde die anschreiben und sagen, pass auf, schreib sie an, sie soll mich anschreiben, wie auch immer. Ja. Und sie soll das bezeugen vor deiner Frau. Ja. Ich habe alles. Ich habe alles, Facebook, Telefonnummer, ich habe schon alles. Was glaubst du, mit wem du hier sprichst? So. Und ich werde die ganze Familie deiner Frau in Marokko anrufen. Die ganze Familie deiner Frau in Marokko werde ich anrufen oder im Facebook kontaktieren oder von mir aus einen Brief schreiben und erzählen, was du für einer bist. Dass du diese Frau, deine Frau, so oft betrogen hast. Ja? So oft betrogen hast. Dann sagst du noch, du bist ein Ehrenmann. Ich habe nichts erreicht. Ich habe nichts erreicht. Ich habe 50.000 Euro jetzt ausgegeben in 3 Monaten. Du Spaß, die Behinderte. 50.000 Euro habe ich ausgegeben in 3 Monaten. Ja, und du hast recht, ich habe nichts erreicht. Warum? Weil ich mein Geld immer für euch ausgegeben habe und meine Freunde. Wer ist immer mit den Leuten nach Holland gefahren, Frühstücken gefahren? Ich habe mein Geld immer für die anderen ausgegeben. Du hast recht, ich habe nichts erreicht. Für mich selber ist mir auch nicht wichtig. Weißt du warum? Denn mit 16 Jahren habe ich schon gearbeitet, ja? Und habe Geld nach Spanien geschickt und nach Jugoslawien mit meinen Eltern. Ja? Und mein Cousin ist Arzt in der Schweiz. Meine eine Cousine, ja, ist Veterinärin. Meine andere Cousine, ja, ist Psychologin. Ja, verstehst du? Wir haben Geld geschickt, dass das denen gut geht. Was habe ich erreicht? Ja, wir haben Geld geschickt, damit sie studieren können. Und ich habe manchmal nur Kartoffeln und Leberkäse gefressen. Das stimmt. Das stimmt. Und du kleiner Wichser, das wirst du bezahlen. Ja? Denn ich hätte auch studieren können. Ich hätte auch. Ja, mein Vater hat geheult. Der hat nicht geheult, den kamen keine Tränen, aber verstehst du? Mein Vater hat nie geheult. Nie. Aber wie man so sagt, ja, der hat sich bei mir so entschuldigt, mich nicht auf eine bessere Schule geschickt zu haben. Weil er so viel in Jugoslawien. Ich weiß nicht, was in Jugoslawien los war. Das will ich auch jetzt nicht erzählen. Ja? Dort Geld helfen, dann hier in Spanien Geld helfen. Der Vater meiner Mutter ist gestorben, du kleiner Bastard. Ja? Der Vater meiner Mutter ist gestorben, meine Mutter musste aufhören zu studieren. Ja? Und ist nach Deutschland gekommen mit 18 Jahren. Ja? Nach Deutschland kommt mit 18 Jahren noch nicht mal. Die hat den 18. in Deutschland gefeiert, ja, und hat im Restaurant gearbeitet. Ja? Du kleiner Bastard. Damit sie ihre 4 anderen Geschwister ernähren kann, weil ihr Vater gestorben ist. Ja.
Meine Mutter, der ältere Bruder, die ältere Schwester und der Vater und die Mutter für die Kinder. Ja. In Spanien war das damals so, die Frau hat nicht gearbeitet. Ja. Nicht, also, verstehst du? Meine Familie kommt nicht von der Stadt. Ja. Die kommt von richtig Berg. Ich erkläre dir das jetzt alles mal hier ein bisschen, dass du weißt, dass das, was auf dich zukommt, Berechtigung hat. Dass du mal nachdenkst, bevor du mit Menschen sprichst, dass die Menschen einen Hintergrund haben. Ja? Und deine Familie, die Familie deiner Frau, wird alles erfahren und deine Kinder werden auch alles wissen. Ja? Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Ja? Bevor sie nicht 16 sind, darf ich ihnen nichts schreiben, nichts tun, gar nichts. Nichts tun sowieso nicht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen nicht. Ja? Ich sage, dass sie es erfahren werden. Das ist, was ich meine. Ja? Sie werden das erfahren, weil wenn die Familie das erfährt, werden sie das eh erfahren. Also werde ich deinen Kindern nichts persönlich, werde ihnen nichts schreiben, gar nichts. Da brauchst du keine Gedanken zu machen, weil das ist wahrscheinlich du hast gesagt, ich habe keine Angst, ja, aber dann erwähnst du, dass du drei Kinder hast, weil du weißt, wie ich bin. Du hast Kinder. Ja, und wie du gesehen hast, einmal, glaube ich, warst du, glaube ich, auch dabei, wo der eine großes Maul hatte. Und wenn Kinder dabei sind, ja, tue ich nie, nie was. Egal was passiert, nie. Ja? Und wahrscheinlich hast du deswegen gesagt, ich habe drei Kinder. Ja? Dass ich dir nichts tue. Ja, ich tue dir auch nichts. Ich werde dir nichts tun. Aber obwohl ich vollen Bock drauf habe. Weil, guck mal, du hast mich Hurensohn genannt. Du hast mich Bastard genannt, du hast mich beleidigt, du hast was weiß ich was alles gemacht, ja, und hier auf den Großen gemacht. Und das ist eine Herausforderung. Ich habe allen Recht, ja, allen Recht, irgendwo einen Ring zu mieten, ja, oder mietest du den? Du hast mehr Geld als ich. Du hast mehr Geld als ich. Du hast ja voll viel Geld geliehen von der Bank, ne, dass du den Haus kaufen kannst. Hast du noch was übrig? Dann mietest du den Ring und dann boxen wir uns mal. Ja, machen wir mal so eine Show, ja? So, das wäre doch voll die Geschäftsidee, oder Tofik? Hättest du wirklich Gehirn dazu, könnten wir jetzt eigentlich so eine Geschäftslücke aufmachen, ja? So eine Marktlücke aufmachen. Leute, die sich stichen, dissen, großes Maul haben im Facebook, ja, mieten wir einen Ring und lassen die bei sich treffen und dann sollen sie sich da mal kloppen, diese ganzen Internet-Rambos. Wäre doch voll die Geschäftsidee, ja? Wäre voll geil. Gerade so Leute, die 100.000 Abonnenten in YouTube haben und sowas. Nein, du beleidigst mich hier und bla bla bla, nennst mich Islamhasser. Ja? Pass mal auf, mein lieber Freund. Du hast deine Frau betrogen, ja? Darauf steht 100 Peitschenhiebe. Ja? Auf Betrug beim Mann, der Mann, stehen 100 Peitschenhiebe. Und der Mann, die Frau darf sogar getötet werden. Ja, das ist Islam. Und du fragst mich, warum ich Islam kritisiere. Nehmen wir mal an, deine Frau hat dich betrogen, dann darf sie gesteinigt und getötet werden. Ja? Willst du das? Willst du das? Ist das, was du verteidigst? Ja? Du kannst dich doch von ihr scheiden, aber sie leben lassen. Warum musst du sie töten? Warum? Ja, mein Freund. Und du sagst ja, du bist richtiger Moslem, oder? Du bist ja echter Moslem, echter Islam, ja? Du bist ja echter Moslem, oder? Dann, warum betrügst du deine Frau so voll oft, aber voll oft und trinkst voll oft Alkohol? Warum trinkst du so oft Alkohol? Der kleinste Moslem, lieber Tufik, der kleinste Moslem unter den Moslems, die es schaffen, im Himmelreich zu kommen, bekommt 300 Jugendliche, die nicht bluten. Weißt du, was das bedeutet? Ja, und 72 Jungfrauen. Und der größte Moslem, die besten Moslems, die in Allah-Himmel kommen, kriegen 80.000 Teenager, ja, Jugendliche, die nicht bluten. Ich hoffe, du verstehst, was das heißt. Auch wenn du so oft gegen die Wand geklatscht worden bist, ja, dass sogar die Leute nicht schlafen konnten in deinem Haus. So oft, wie du dort bis in die Nacht geschlagen worden bist, kann ich verstehen, dass du vieles nicht verstehst, weil so oft mit dem Kopf gegen die Wand gehauen worden ist. Boom, boom, boom. Ja, das hat man ja bis zur Pizzeria gehört. Ja.
Mein lieber Freund, kann ich verstehen, dass du das nicht begreifst, aber ich bin ja für dich jetzt da. Ja? Verstehst du? Das ist, was du verteidigst. Ja? Also du erwartest von mir, dass ich respektiere, dass es eine Religion gibt, ja, die 700 Millionen Menschen hochgeschätzt, ja, 2500 Jahren getötet hat. Ja? Das erwartest du von mir. Ja? Bist du eigentlich geistig behindert, Junge? Sag mal, bist du geistig behindert? Ich soll also etwas tolerieren, was absolut nicht wahr ist. Wenn es nicht wahr wäre, ist ja okay, wie Buddhismus oder Hinduismus ist auch nicht wahr. Aber die töten ja niemanden. Ja? So. Und du sagst zu mir, du Islam, hast du Hurensohn. So, jetzt pass mal auf, ich werde dir mal erklären, wie dumm du bist. Ja? Also wie wirklich dumm du bist. Du hast mit mir gesprochen, Digga. Du hast mit mir gesprochen, ja, ich habe dir nie was gesagt, weil ich ja weiß, dass du mit deinem Kopf 1.366.666 Mal gegen die Wand geschlagen worden bist, ja, habe ich nie was gesagt, ja, aber du redest ja heute noch wie so ein Fünftklässler aus der Sonderstückschule, du redest immer noch so, ja, wie du redest, Alter, wie du redest, deine Kinder, die müssen sich ja kaputt schämen für dich, wenn du mit denen irgendwo einkaufen gehst. Die sagen bestimmt, oh Papa, bitte sei leise. Zahl einfach, aber bitte, bitte mach das Maul nicht auf. Du redest wie eine aus der Sonderschule, Digga. Und machst hier das Maul auf bei mir. Ja? Junge, so. Und ich sage euch allen anderen, egal wer ihr da seid und das Video sieht, mischt euch bloß nicht ein. Ich sage euch, mischt euch bloß nicht ein. Habt ihr das verstanden? Ich meine das ganz ernst. Ja? Bei Hurensohn ist vorbei. Bei Hurensohn ist vorbei, nachdem was ich mit was meine Mutter passiert ist. Ja? An Krebs gestorben, was wir alles durchgemacht haben. Ja? Dann noch Hurensohn sagen. Ich würde dich niemals Hurensohn nennen, Tufik. Niemals. Und es reicht nicht, wenn deine Mutter an Krebs gestorben ist. Du elender Bastard. Wenn sich nur eine einmischt, das ist mir scheißegal, wer, dann werdet ihr mich kennenlernen. Dann werdet ihr mal kennenlernen, wer ich bin. Habt ihr das verstanden? Ja? So. Niemand mischt sich hier ein. Ja? Also. Tufik. Ich bin der Tufik, den du früher immer gehasst hast. Wo habe ich dich immer gehasst? Wie oft waren wir zusammen, feiern, waren weg? Ich habe dich total gemacht, dich und dein Bruder. Ja, wir haben euch alle total gemacht. Ja, bis du dann auf einmal abgedreht bist, weil du etwas nicht verkraftet hast. Ja? Bei dem ersten Video, ja, Tufik halt den Ball flach, habe ich dir das noch gesagt, dass ich dachte, dass du immer der am vernünftigsten war, ja. Jetzt kommst du mir ja an. Na gut, also, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, ob die rauskommen oder nicht. Weißt du, ich bin schon ein anderer Mensch geworden, schon, ja. Ich konnte heute Nacht gar nicht mal schlafen, so sauer war ich. Ich wollte sofort ein Flugzeugticket buchen und zu ihr fliegen, mein lieber Freund. Ja? Und sehen, was du für ein Mann bist. Ja? Und sehen, was du für ein Mann bist. Denkst du, weil ich mit 42 Jahren, glaubst du, mit 42 Jahren hast du alles verlernt? Ja? Ich habe Leute wie dir, sei mir nicht böse, Leute wie dir in Wiesbaden und in Mainz und in Frankfurt. Ja? Ich war mit 18 schon Türsteher. Ja? Du hast überhaupt keine Ahnung, mit wem du redest. Ich habe nur nie mein Maul aufgemacht. Mit 18 war ich schon das erste Mal Türsteher. Ja? Und gib zu, habe es selbst gelassen, weil ich mir dachte, das ist mir hier ein bisschen zu krass. Ja, ich bin ja kein Psycho und kein möchte gerne Raufer oder denen es Spaß macht. Ja? Und habe es dann auch wieder früh gelassen. Ja, gebe ich zu. Aber Digga. Mir fehlen echt die Worte. Ja? Ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Ich will jetzt nicht einfach aufhören. Die will ich dir unbedingt sagen. Ja. Tufik. Also, deine Frau wird alles erfahren. Die Familie deiner Frau wird alles erfahren.
Du hast eine Woche Zeit, ja? Du hast eine Woche Zeit, dich bei mir zu entschuldigen. Ja? Nein, machen wir es anders. Entschuldigen ist einfach gesagt. Ich will, dass du sagst, ich bitte dich um Vergebung. Genau das. Und von mir aus brauchst du mir auch nur eine Sprachnachricht zu schicken. Du brauchst mich nicht anzurufen. Kannst du gerne machen. Ja? Und mir das persönlich sagen. Dann sehe ich, dass du das wirklich ernst meinst. Und dann werden auch bei mir keine Ausrutscher passieren. Ja? Ich will, dass du sagst, Angel, bitte vergib mir. Genau das will ich hören. Eine Woche gebe ich dir Zeit, Tufik. Ja? Ich weiß, dass das die Kanarier sehen. Ich werde die auch jetzt anschreiben. Ich will hier keine Namen nennen. Und der, ja, von dem du das Handy angerufen hast, ja, und so weiter, die sehen das. Die werden das sehen und die werden dir Bescheid sagen. Und du wirst dieses Video sehen. Ja? Ich hoffe, du hast 30 Minuten mal Zeit gehabt, dir ein bisschen mein Gelaber anzuhören. Ja? Dass du genau weißt, ja, und jeder andere genau weiß, was für ein Bastard du bist. Ich hätte dich zerstören können, bevor du überhaupt das jugendliche Alter erreicht hättest. Ich hätte deine Eltern anzeigen können, dass sie dich immer schlagen und du wärst in ein Heim gekommen. Wir hätten dich nie wieder gesehen. Ich hätte dein Leben sofort schon zerstören können, wenn ich euch Moslems wirklich so gehasst hätte. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich war 8 Jahre alt und dann kam schon eure Marokkaner zu mir. 8 Jahre war ich, ja? 8 in der Schule, dann kamen schon die Maroks zu mir. Du beleidige bloß nie unseren König oder Mohammed, da musst du sterben. Ich war 8 Jahre alt, dann musst du sterben. Ja? Denkt ihr, das passiert, machen die Deutschen und die Europäer jetzt erst durch? Das haben wir schon damals in der Schule durchgemacht. Ja? Und damals waren wir noch wenigstens 50-50. Wir waren damals noch halb-halb, ja? Marokkaner und Europäer. Heute ist es ja nur noch 2 Deutsche in der Schule, der Rest alles Moslems. Die Armen, was müssen die Armen alles durchmachen gerade? In den Großstädten, in den Schulen, in den Großstädten. Wenn wir das schon durchgemacht haben. Ja. Mein Bruder ist direkt aufgesprungen, hat diesen Wichser die Zähne weiß poliert. Ja. Mein Bruder ist noch viel krasser. Ja. Jetzt hat er 2 Bandscheibenvorfälle und das ist ein Glück. Das ist das Glück von vielen von euch da. Das ist, warum er so ausrastet, weil er niemandem was tun kann. Er kann sich gar nicht mehr wehren. Ja. Weil er krank ist, er krank ist. Deswegen, ja, wird gerne mal eine Ohrschelle geben und kann nicht. Das ist, was den total abfuckt. Der ist noch viel krasser. Der hat mein Bruder, wenn ich mit einem rede, wenn ich schlagen wollte oder sowas, das Gefühl hatte zu schlagen, habe ich aber noch geredet und bevor ich überhaupt ein Wort ausgesprochen habe, ist mein Bruder schon vorbeigerannt und hat den kaputt gehauen. Ja? Der hat Leuten auf die Fresse gehauen, von denen du noch nicht mal geträumt hast, du kleiner Bastard. Ja, mein Bruder, der Bernhard. Ja? Jetzt ist er krank, leider. Geht nicht mehr. Und wenn meine Familie, das, ja, sei froh, ich habe nie davon geredet, meine Familie ist eine der größten Familien in Europa, mein lieber Freund. Ich habe Familie überall, ja. Google mal meinen Nachnamen. Du weißt, kennst ja meinen serbischen Nachnamen. Google mal. Und ich habe spanische Familie und serbische Familie in Deutschland. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, ja. Ich wollte nie auf Großmaul machen. Ich sage das jetzt nur mal, falls ihr irgendeiner noch denkt, so ich helfe dem Tofik oder sonst was, das sowieso nicht der Fall sein wird. Ja? Aber es kann ja sein, dass noch einer so denkt, ja, der Angel ist ja wirklich alt geworden. Komm, probier es vielleicht mal. Ja? Weißt du, dass die Leute immer zu mir an der Haustür kamen und sich immer mit mir gemessen haben und ich musste mich an der Eisdiele und an der Bahnhof mit denen messen und schlagen. Ja? Und dann haben die Leute gesagt, wer den Angel schafft zu schlagen, der hat Respekt verdient. Ich bin nach Zeilsheim gegangen, die Leute haben auf den Boden geguckt, egal wo ich hingegangen bin, ich habe auf den Boden geguckt. Sag mal, denkst du nur, weil man älter wird, hat man irgendetwas verloren? Ich nehme dich heute noch genauso auseinander wie vor 10 Jahren, heute noch schneller, ja? Weißt du, was ein Silberrücken ist? Ja? Weißt du, was ein Silberrücken ist? Ja? Was macht denn ein 30-Jähriger gegen einen 50-Jährigen? Der hat nur Ausdauer und hin und her. Ja. Aber so ein 50-Jähriger, ein Silberrücken, der gibt ein klotzes Feierabend. Und ich habe Klötze, ein One-Hits damals schon verteilt. Bitte, Tuffik, sei nicht frech. Ja? Auf mit dem Scheiß. Ja? Du hast einen großen Fehler gemacht, Digga. So, ich muss mich jetzt
Ich muss dich jetzt zutexten, mein Freund. Ja. Möchtest du, dass die Justiz alles erfährt, was ich von dir weiß? Möchtest du das auch? Ja. Möchtest du, dass ich der Polizei erzähle, wie du bei mir immer abends geklingelt hast? Komm, hilf mir was beim Auspacken. Dann sind wir hingelaufen und sehen dann, wo bringst du mich hier hin? Ja? Du weißt, von was ich rede. Willst du, dass ich das alles erzähle? Ja? Siehst du, wie dumm du bist? Siehst du, wie dumm du bist? Du bist ein Vollidiot und ich bin klug. Mir kann man sowas nicht machen, weil ich habe immer aufgepasst. Ich habe ja schon mit 21 mit dem ganzen Scheiß aufgehört. Ja? Und dann kommst du zu mir, ja? Ich bin ja schon über 30, kommst du mit solchen Kindergarten-Scheiß und hab dir gesagt, komm bei mir nie. Ja? Ich habe dir immer gesagt, klingelt bei mir nie, wenn es nicht unter 1 Million Euro ist. Oder, ja? Und du kommst wieder mit so einer Scheiße. Ja? Bringst mich fast in Teufels Küche. Ja? Du Bastard. An deinem Bruder tut es mir leid, deinen Bruder will ich nicht beleidigen. Ja? Du bist der Bastard. Guck mal, wie du aussiehst, Mann. Du bist viel jünger als ich, beleidigst mich, wie ich aussehe. Und ich habe wenigstens noch einen Hintergrund, weil ich krank war. Ich habe 6 Jahre nicht geschlafen. Ja? Und guck mal, wie du aussiehst. Ja? Ich mache das in Facebook, das, was du geschrieben hast und Bilder von dir. Ja? Und das, was du gesagt hast, Audioaufnahme, werde ich in Facebook machen. Ja? Wenn die Leute sich über dich kaputt lachen, du Heuchler. Ja? Wie kann ein Esel zu einem Pferd sagen, du Esel, und ist dabei, ist selbst der Esel. Das ist, was du hier gemacht hast, dass du es verstehst. Ich habe gerade wieder vergessen, dass du ja, 1.366.666 Mal gegen die Wand geklatscht worden bist. Ja, habe ich gerade vergessen, habe mich gerade wieder erinnert, Entschuldigung. Muss ich dir das so erklären, dass es Esel verstehen? Wie kann ein Esel zu einem Pferd sagen, Esel, wenn er selbst der Esel ist? Das ist, was du getan hast. Ja? So, und nochmal alle anderen, schweigt. Ja? Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Ja? Ich mische meine Familie nicht ein, weil wenn ich meine Familie das erfährt, dass du Hurensohn gesagt hast. Mein älterer Bruder, wenn der dich erwischt, dann weißt du. Ich will nur für dich hoffen, dass das mein älterer Bruder nicht erfährt. Ja? Weil dann weißt du, was los ist. Ja? Das ist ja noch 10-mal schlimmer als ich. Ja? Bete, bete zu deinem Allah, dass der davon nichts erfährt, mein Freund. Ja? Und ich bete auch, dass er davon nichts erfährt. Weil er darf sich sowas überhaupt nicht leisten. Ja? Wegen so einem Schmuck. Ja? Bei dem alles, was er schon hinter sich hat, ja. Der war Türsteher im Puff, du Spasti. Der war Türsteher im Puff, ja, mein älterer Bruder, du behinderter Schmuck, ja, mit den Hells Angels, ja. Was meinst du, was glaubst du, mit wem du redest, du behinderter Spasti? Wen hast du hinter dir? Wen hast du hinter dir? Wen hast du hinter dir, du vergammelter Schmuck, Alter, ja? Wen hast du hinter dir, dass du dich wagst, so mit mir zu reden? Meine Cousine, ich sag dir mal was, ja? Nur, dass du nicht andere Leute in Probleme mit reinziehst. Meine Cousine hat geheiratet in Düsseldorf, ja? Das war eine der größten Hochzeiten in Deutschland, die jemals existiert. Ja? Wir haben in Düsseldorf die ganz große Halle im Gewerbegebiet, ja? Haben wir eine ganz große Halle gemietet, umbauen müssen, damit die überhaupt da heiraten kann, kamen 200 Autos. Ja? Frag meinen Bruder, der lebt ja noch in Deutschland. Wir sind in eine Kolonne gefahren mit 200 Autos. Ja? War in der Zeitung und alles wurde aufgenommen, alles, Junge. Weißt du, mit wem du dich hier angelegt hast? Weißt du, mit wem du dich hier angelegt hast, Junge? Ja? Ich sag das nur. Ich werde nie, du hast ja gesehen, ich habe nie jemanden gerufen. Ich habe meine Probleme immer alleine erledigt. Ich habe nie meine Familie gerufen. Ich sage das nur, dass wenn du nur auf den kleinsten Gedanken kommst, irgendjemanden zu rufen, ja, ich hole dich nur einen. Nur einen von den ganzen, ja. Und dann Schachmatt. Für immer, ja. So, ich gebe dir 1 Woche Zeit, ja. Und ich will hören, wie du sagst, bitte vergib mir.
Genau das will ich hören. Nichts anderes. Bitte vergib mir. Ja? Oder ich werde dein Leben kaputt machen. Ich werde dein Leben zerstören. Deine Frau wird erfahren. Die Justiz wird erfahren. Deine Kinder werden irgendwann mal.